Ja, herzlich willkommen zurück bei 8-Bit Hordes. Mein Name ist Dilex. Wir sind hier gerade dabei, ganz viele Arrow Towers zu bauen, damit unsere Ressourcensammler hohe Ressourcen sammeln können. Und wir trotzdem weiter Truppen ausbilden können. Weil ich habe nämlich so festgestellt, dass das unter Umständen ein ganz schönes Problem ist in unserem Wirtschaftssystem, beziehungsweise in unserem gesamten System, dass zwar Einheiten ausgebildet werden, aber gar nicht genug Ressourcen da sind, um die auch tatsächlich auszubilden. Und dementsprechend müssen wir dem jetzt entgegenwirken und ich glaube, das habe ich hier ganz gut getan. Jetzt kann ich hier nämlich wieder einige Einheiten ausbilden. Und damit auch gleich in Ruhe angreifen, ohne Angst haben zu müssen, dass meine Basis überrannt wird. Verteidigungsanlagen sind halt doch irgendwie so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, ne? Ist ja doch in sehr vielen Spielen sehr wichtig. Arrow Tower under attack. Und trotzdem bin gerade ich einer derjenigen, der Verteidigungsanlagen gerne mal vernachlässigt, obwohl ich dadurch, dass ich viele Strategiespiele, eigentlich weiß und wissen sollte, wie wertvoll die Dinger sind. Repairing. Naja. Repairing. Production halted. Gut, ich greife jetzt mal an. Arrow Tower. Wir haben jetzt ja ein paar Truppen hier. Arrow Tower under attack. Soll wohl laufen. Without delay. Walk, walk. Ja, ein paar Soldaten und gleichsam wird trotzdem hier werden hier tapfer Ressourcen abgebaut. Vielleicht empfiehlt es sich auch mal zum Beispiel hier so einen Außenposten zu bauen oder so. Also die feindliche Armee genau dieselbe wie eben auch noch. So viele Einheiten bleiben einfach hinten stehen, das ist schlimm. Weil ich glaube, wenn ich nämlich irgendeine Einheit anklicke, die töten sollen, dann ist sie tot. Dann denken die sich, oh, Auftrag ist ja erledigt, ich bleib mal stehen. Sollte ich die jetzt trotzdem mal weiter reinschicken hier? Los, kämpft! Ja! Ah, diese Zwergenbomben! Ja, einen habe ich noch, sehr gut. Ja, gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. So, und dann schicke ich auch ein paar Zwerge diesmal mit dabei. Oh, die Ressourcen sind aufgebraucht. Gut, ich muss also hier vorne tatsächlich mal so langsam irgendwie was errichten. Constructing. So eine nächste Festung. Und jetzt fahren die nämlich irgendwo anders hin, um sich da Ressourcen zu holen. Ach nee, da sind auch noch welche. Da auch. Ja, okay, hier sind erstmal noch genug in der näheren Umgebung. Das ist, under attack. Arrow Tower. So, Farm. Constructing. So, wenn wir jetzt natürlich hier die Verteidigungsanlagen uns ein bisschen vorziehen und auch noch mehr Einheiten gleich haben können bei unserem Kampf und so weiter, dann sollte das eigentlich alles wuppen. Ich habe auch irgendwie mal wieder Bock auf irgendein Rollenspiel. Ich weiß aber noch nicht welches. Vielleicht spielen wir mal Drakensang zusammen hier auf dem Kanal. Da hätte ich mal Bock drauf. Das ist River of Time. Würden wir dann spielen. Muss man mal gucken, wie das ist. Weil ich habe das, glaube ich, irgendwie auf Englisch. Aber irgendwie kann man das auf Deutsch spielen. Also auf Steam gibt das nur auf Englisch und irgendwie kann man das auch auf Deutsch spielen, weil das Spiel ist ja eigentlich auf Deutsch und eine Möglichkeit, das auch auf Steam auf Deutsch zu spielen, das muss ich mir aber erstmal nochmal angucken, bevor wir das dann machen. Aber das wäre eigentlich auch so ein Projekt so für die nähere Zukunft, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Gerade mal ein bisschen, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen zum Strategiespielalltag quasi. Arrow Tower. Ich glaube, die sind fertig. Und finanztechnisch sieht es auch wieder schwierig aus. Also ich glaube, wir sind wieder an derselben Situation wie eben angekommen, wa? Harvester under attack.
Ja, ich glaube tatsächlich schon. Die rennen jetzt alle hier in diese Mine. Weil da unten natürlich genauso Kontakte sind. Gut, ich muss also meine Falltürme quasi erweitern. So, wenn das fertig ist, baue ich hier in die Richtung mal Türme und oben in die Richtung Türme. War Council complete. Sehr gut. Kontakte bekämpft. So, erstmal nach hier oben. Constructing. Carry me bombs. Carry me bombs. So, das brenne ich auch mal ab. Das dürfte reichen. Dann spare ich lieber ein bisschen Geld. Show me a target. Ja, hier vorne hatte ich auch mal eine Arrow Tower, da wurde aber mittlerweile auch wieder abgerissen. Slow and steady. Ja, ärgerlich. Arrow Tower complete. So, dann setzen wir da noch einen hin. Und dann sollte das eigentlich wieder relativ sicher sein. Dann muss ich noch in die andere Richtung wieder gehen. Oh, excuse me. Schulz! So. Find the dwarf. Arrow Tower complete. Wo ist denn da der? Da. Constructing. Ja. Also das zieht sich jetzt hier ein bisschen länger hin, aber ist ja auch eigentlich mal ganz schön, dass man mal Kämpfe hat mit ein bisschen mehr Herausforderung. Sag ich mal. Ja, klasse. Wenn nur so ein paar Einheiten natürlich losstürmen und der Rest hinten bleibt, ist das natürlich ganz, ganz erfolgreich. Nein, ich will jetzt keinen Großangriff ausführen. Rückzug. Ich brauche meine Truppen. Carry me bombs. Carry me bombs. Ah. Ja. Arrow Tower under attack. Hat ja hervorragend funktioniert. So, dann setzen wir da noch einen hin und dann ist das erstmal wieder ein bisschen sicherer hier. Slow and steady. So, dann produziere ich auch gleich wieder ein paar Pikeniere, die jetzt da auch massenweise rauskommen. Pikeniere! Arrow Tower complete. Ich setze jetzt einfach auf Masse statt Klasse. Das haben die Russen im Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Wer hat gewonnen? Nicht die Deutschen, richtig. How's your day? So, und diese Magier sind irgendwie auch kacke, deswegen schicke ich die jetzt einfach vor zum Sterben. As you wish. Happy times. Guck dir mal an, wie wenig Schaden die machen. Die sind echt totaler Mist, die Einheiten, ne? Die einzige Daseinsberechtigung ist irgendwie auch, dass sie irgendwie Fernkampf haben. Wenn die keinen Fernkampf hätten, wären die auch völlig überflüssig. Your command. So, das sieht doch schon viel besser aus hier. Es kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es hört gar nicht mehr auf. Constructing. Ich darf aber nicht vergessen, dass es auch noch mehr gibt als das hier in der Mitte. Aber das hier in der Mitte ist gerade irgendwie so am prägnantesten. So. Abbrechen. Wir brauchen neue Ressourcensammler. Und die dürfen mir vorne nicht mal eine Ressourcen aufbrauchen. Ich will ja auch noch welche von haben. So. Ja, das ist gut. Und dann können wir direkt weiter ausbauen nach vorne. Constructing. So, und Angriff. Ja, sehr gut. Das könnte doch tatsächlich ein erfolgreicher Angriff werden hier. Sieht zumindest gut aus bis jetzt. So, dann hier noch den Turm kaputt machen. Und die Einheiten wieder angeschissen kommen.
So, haben wir die Mitte auch gesichert. Endlich. Alles dank Pikeniere und klassische Kriegskunst. So. Läuft doch. Läuft doch. So, und jetzt bauen wir da eine Burg hin. Constructing. Und dann können die nämlich von der Burg aus da auch schön brav Ressourcen sammeln. Castle complete. So. Erstmal durchatmen. So, die Mitte ist befreit, diese lange Brücke oder was das ist. Und hier können die jetzt rechts und links schöne Ressourcen sammeln. Und das ist ja aufgebraucht. Da sind sie noch schön am Sammeln. Wie lange stehen sie denn da Schlange? Das geht eigentlich. Fortress Upgrade complete. Gut, die sind jetzt alle da oben ausgeplöppt, das ist natürlich auch wenig zielführend. So, jetzt kommen sie hier oben raus, sehr gut. Gut. So ist fein. Jetzt bauen wir da noch so ein Ding hin, damit wir auch vorgeschoben Truppen produzieren können. Und dann produziere ich hier noch ein paar Pfeiltürme. Damit wir hier auch eine Verteidigungslinie aufgebaut haben. War Council complete. So. Aber erstmal jetzt wieder Truppen. So. Constructing. Gut, ihr könnt dann auch wieder zurückkommen. Weil ich will jetzt nämlich so rumgehen. Und dann alles kaputt machen. Klingt auch ein Plan, finde ich. Was? Production halted. Build more farms. Oh je, okay, ja. Arrow Tower complete. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Constructing. Oh je. Arrow Tower under attack. Die sind auch so saudämlich, die Viecher, ne? Es stehen hier alle auf einer Seite in der Schlange, obwohl da drüben auch noch eine Mine frei ist. Los, Angriff. Production halted. Build more farms. Farm complete. Na gut, okay, wirklich was zum Angreifen gibt's da jetzt auch nicht mehr. Aber. Aber zum weiter vorrücken. Da, die Basis jetzt nämlich. Die muss jetzt als nächstes zerstört werden. Production halted. Build more farms. Ja. Mach ich doch. Farm complete. Siehste? Mach ich doch, mach ich doch. Alles gut, keine Panik. Kämpft! Gut, wie man hier sieht, wie das immer weniger Soldaten werden, die wir haben, ne? Eieiei. Auch kein schöner Anblick. Es werden immer weniger. Jetzt ist hier schon wieder mal schön im Turm. Es werden tatsächlich immer weniger. Ich sollte mal irgendwie nachproduzieren. So. Arrow Tower under attack. Da wird schön nachproduziert. Flop, flop, flop. Läuft doch. Und die Zwerge machen da schön weiter. Ich will erstmal einen anderen Zwerg da angreifen. Bumm, 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 bumm. Oh, sind die auch kaputt. Schade. Ich weiß gar nicht, wann ich aufhören soll, die, die anzuklicken. Es kommt immer mehr und immer mehr. Es ist so schön. Es kommt wieder oben raus. Ausgeplöppt. Es ist so schön. Zack, zack, zack. Einfach Pikeniere spammen. Das ist, der way to go.
Ja, in der nächsten Folge werden wir das hier jetzt endlich mal einnehmen und diesen Kampf hier beenden. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.